Hi und herzlich willkommen zurück zu Sims 2 in Auenhausen und mit der Asylum Challenge. Yay! Ja, das ist die liebe Saki. Saki Night Owl in der Psychiatrie. Uiuiui. So, sie ist momentan am Lernen. Physiologie momentan. Wir müssen aber, denke ich mal, bald auch zur Arbeit gehen. Das wird jetzt in 10 Minuten sein. Sie hätte zwar noch ein bisschen Harndrang. Bald, aber gut. Ja, die anderen, die ich ja nicht wirklich spielen darf, die haben keine Arbeit. Aber was ganz cool ist irgendwie, ist, dass hier das Klavierspielen von den Leuten auch Geld bringt. Denn die machen hier immer Trinkgeld. Man kann hier Trinkgeld eingeben. Und das Schöne ist, dass ich das wirklich verdiene. So, Saki, geh mal zur Arbeit. Es regnet draußen, das wird Ross wieder ganz gut gefallen. Ach genau, oh, ich wollte, sollte eigentlich ja noch das Wetter, die... Nein, es brennt! Oh mein Gott! Okay. Verdammt. Okay, gut. Oh nee, jetzt ist meine Hygiene miserabel. Shit. Gut, dann muss ich jetzt so zur Arbeit gehen. Verdammt. Ist natürlich dumm gelaufen gewesen gerade. Wie geht's den beiden? Okay, gießen. Warum lacht sie da? Was macht sie da? Und er, gut, er versucht jetzt zu duschen. Wenn keiner gerade oben ist, dann wird er das auch machen. Ja, ich wollte noch den Sommer natürlich hier mit einbringen. Das werde ich tun, aber ich möchte gerne warten, bis unsere liebe Saki, weil ich es ja nur mit ihr machen kann. Achso, und zum anderen brauche ich hier diesen Wetterregulator. Anders kann ich es nicht machen. Das andere ist natürlich... warte mal, ich habe selber 2250. Ich gucke einfach mal... Oh, bei Roswitha wäre es möglich, das rauszuholen. Oder auch bei Michel. Okay. Gut. Um 0 Uhr generell heißt es ja sowieso, dass ich im Grunde deren Inventar leeren darf, wenn ich möchte. Und von daher werde ich das dann um 0 Uhr da rausholen. Ich sehe das jetzt einfach mal so. Das haben die sich selbst ja auch erarbeitet. Also von daher sollte das kein Ding sein. So, was macht ihr alle? Der Matthias müsste wahrscheinlich... Ja, er steht an. Also die stehen gerade alle ein bisschen hier oben am Bad an. Und komm, Alexandra, geh mal raus. Ich glaube, du bist fertig mit der Hygiene. Patricia ist gerade auf Toilette und hier draußen wieder mal Matthias und Roswitha, die zwei, die warten hier draußen wieder, ne? Ah, Roswitha kommt mit rein. Ah, nee, das mag aber trotzdem nicht. Wo man hier ist am Boden, ne? Aufwischen könnte man. Ach so, Roswitha will sogar aufwischen. Matthias sagt, ey, geh raus. Ich mag nicht, wenn du hier drin bist. Und Alexandra, du musstest doch eigentlich aufs Klo. Oh Gott. Das könnte mal gereinigt und gesäubert werden. Na toll. Ja, dann dusch mal. Jetzt kommt sie auch nochmal rein. Und will ihm fahren. Der arme Kerl, der ist wahrscheinlich hier hygienemäßig, Harndrang, Hunger, okay. Roswitha eigentlich nur das mit dem Gießen. Alexandra müsste eigentlich auf Toilette und... Wow, okay. Patricia ist nach unten gegangen. Ah. Ui, wie viel hat er bekommen, unser Tim? Dum, 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 dum. Ich bin mal hier so ein bisschen gucken. Hey, cool, ja, wir haben was bekommen. Ja, Tim, dann ich darf dich nicht... Ach, guck mal, unsere liebe Noelle ist mal wieder gekommen und beglückwünscht und so. Und jetzt, ja. Jetzt, ja, dann geh doch bitte Tom. Tim, Tom, wie heißt er denn? Tim, dein Hund heißt Tom. Ja, genau, super, geh ins Bett. Du schaffst das alleine. So, Patricia war ich eigentlich stehen geblieben. Hunger, okay. Sie ist nicht diejenige, die so unbedingt... sofort das Kochen anfängt. Es ist momentan nichts da.
Aber sie schafft das schon alleine. So, Julian. Oh, Julian hätte eigentlich auch Hunger. Und da sieht es auch nicht so toll aus, so prickelnd. Okay, also Angst hätte er, das Essen anzubrennen. Ja, dann mach was zu essen, Julian. Ja, ihr habt das die ganze Zeit so toll, so prima gemacht. Das sollte doch jetzt auch kein Ding sein. Er macht das mal sein spaßes Level hoch. Aber er ist sehr unruhig. Oh nein, jetzt rennt es da draußen. Wer ist denn das? Die kam von außen. Geht bloß nicht nah dran. Das Feuer im Garten. Oh Mann, Mann. Post. Wir haben schon wieder Post. Echt? Verdammt. Okay, ich sage, wenn du nach Hause kommst, machen wir erstmal Post holen. Das mache ich. Ah, nee, der macht das von alleine. Was haben wir denn drin? Doch, das sieht nach Rechnungen aus. Ah, er legt es dahin. Okay. Dann kann ich Geraldine Young Rechnungen zahlen. 334. Okay. Wir haben schon die zweite Rechnung. Wie oft gibt es denn Rechnungen hier? Ist mir nie so aufgefallen, muss ich gestehen. Ich dachte immer auch montags. Ja, dann mach dir bitte was zu essen, Julian. Du bist doch unser Koch hier. Geh mal was machen. Macht er? Nee, er geht jetzt mit duschen. Oder baden. So, Patricia. Hast auch Hunger. Du willst auch baden, ihr. Jetzt steht ihr oben wieder an. Michel steht momentan oben drin. Der müsste auch mal baden. Ach, und Matthias hat es immer noch nicht geschafft mit dem Baden. Die ganze Zeit habt ihr das so toll gemacht. Irgendwie. Und jetzt klappt es nicht. Da stehen sie zu dritt in dem kleinen Bad drin. Nee, zu viert schon jetzt. Und sie hat auch noch Hunger. Ja, dann mach dir was zu essen, Patricia. Bitte. Wie sie mich verzweifelt anschauen. Ja, ich weiß, ihr stinkt. Ja, da bin ich jetzt mal gespannt. Wer schafft es von euch Vieren? Ich glaube nämlich auch... Ah, nee. Roswitha, du musst gar nicht. Oh, ich würde dich so gern wegschicken. Geh mal was anderes machen. Genau, komm. Geh mal was anderes machen. Das ist ein Problem jetzt hier oben. Stau im Bad. Verdammt. Und dann haben sie auch noch Hunger. Und, komm, geht raus. Geht schon raus. Los, mach die Tür zu jetzt endlich, damit zumindest Patricia jetzt mal anfangen kann. Ja, toll, super. Ja, Frau hat's geschafft zwischen drei Männern. Toll. Hast du gut gemacht, Patricia. Ja, ich weiß, Matthias, du stinkst wie Sau und Hunger hast du auch. Und eigentlich Julian genauso und Patricia ja auch. Aber jetzt, die hat es zumindest ins Bad geschafft. Unser Tim müsste im Bett sein, ja. Wer fehlt mir noch? Ah, die Alexandra, wo ist die eigentlich? Achso, die schläft. Die ist schlafen gegangen vorhin. Das ist sehr schön, okay, super. Nun gut, dann sind momentan zwei Betten belegt. Und das Bad ist heiß begehrt. Und unserer Roswitha geht es eigentlich am besten. Ja. Die schafft das so doch ganz gut. Wusste ich gar nicht. Oh, du hast gerade irgendeine Freundschaft geschlossen? Ah, das war das. Ihr beste Freunde. Cool. Ganz alleine habt ihr das zusammen hingekriegt, dass ihr beste Freunde werdet oder geworden seid. Das finde ich cool. So, Patricia. Wechsel mal. Genau. Du gehst raus, Ruby, und du... Ich finde das echt interessant. Ich habe das noch nie bei Sims 2, solange ich Sims 2 spiele, so einfach nur zugeguckt, was sie machen, wenn man sie einfach nur machen lässt. Guck, die zwei. So generell. Ja, Julian, du bist doch unser Koch. Ich verstehe nicht, warum er das jetzt gar nicht macht. Oder ist unser Kühlschrank leer? Verdammt. Okay, dann lassen wir mal die Rechnung bezahlen aus. Ich muss mal unseren Kühlschrank voll machen, glaube ich. Anrufen, Lieferant.
Das wäre unter Umständen noch möglich. Die rufen wahrscheinlich nicht von sich aus an. Ich gucke. Ihr müsst noch eine Stunde durchhalten. So schnell stirbt sich's hoffentlich nicht an Hunger. Ja, ich glaube, ihm geht's am schlechtesten mit dem Hunger. Ja, okay. So, Michel ist fertig. Dann der Nächste bitte, Matthias. Komm hier raus. Und Großvita will unbedingt mit. Ja, ich weiß, er stinkt momentan, Großvita. Genau, raus. Super, und Matthias schafft's, scheint es zu schaffen. So, ich spule mal ein ganz kleines bisschen vor. Solange die hier ja einfach nur sind. Julian, bitte mach dir was zu essen, verdammt. Du hast es die ganze Zeit. Irgendwas ist im Kühlschrank. Ich weiß es. So, Saki, du musst nach Hause kommen. Los. 15 Uhr. Yay. 193 habe ich verdient. Ich müsste auch mal duschen. Aber das hat jetzt einfach mal kurz Zeit. Ich bestelle den Lieferanten und dann... Hier, guck mal, Snacks und so, okay. Oh, kann ich chinesisches Essen bestellen? Lebensmittel, ich guck mal. Nee, wir brauchen ja ein bisschen was. Oh ja, verdammt. 400, oh Gott. Okay. Das muss einfach jetzt sein. Ich hoffe, dass ich die Rechnung dann später noch bezahlen kann. Ich bin gespannt. Normalerweise ist es ja relativ schnell, dass es kommt. Sag ja, ist denn oben frei? Ach, verdammt. Guck mal, es ist richtig frei. Hey Matthias, kann ich Roswitha sprechen? Ja, meinetwegen. So, Alexandra ist aufgestanden. Das darf ich ja auch noch mal reinigen. Ja, hä? Genau. Da kommt der Lieferant. Und jetzt seid doch mal so lieb. Und nehmt das an. Hey Julian, kann ich Roswitha sprechen? Ja. Roswitha kommt. Genau, das ist Tina Wandervogel, die sich hier meldet. Könnte mal jemand... Super, Alexandra. Ja. Ja. Alexandra nimmt netterweise das an. Was soll sie denn machen? Spielen. So, Julian. Julian, bitte. Bitte geh rein. Jetzt holt er das rein. Okay. So. Okay, ich muss jetzt mal einfach Mittagessen servieren. Ich mache Sandwiches. Die müssten eigentlich soweit ganz gut gehen. Er macht auf jeden Fall auch schon was, Matthias. Super. Mein Gott, der Kühlschrank war leer, Leute, ja? Ich muss den also öfters mal... Haben die sich geknutscht gerade da hinten? Ah, guck mal. Muss ich gar nicht machen, oder? Kühlschrank war leer und deswegen... Meine Güte. Okay. Dann machen wir das. Nämlich hier oben reinigen, säubern, benutzen. Ich bin auf mich. Ja, bin ich. Okay, Gott. Gott, oh Gott, oh Gott. So. Geh mal rüber. Ich muss mal ganz kurz gucken. Ich habe ja keine Beförderung jetzt gekriegt. Nee. Es wird mir aber momentan noch gar nicht angezeigt, was ich lernen muss eigentlich hier. Aber das Reinigen ist ganz gut. So, ich guck mal nach unten. Wer hat jetzt hier was zu essen gemacht? Ah, Matthias hat was zu essen gemacht. Julian geht es natürlich ziemlich schlecht von seinen Bedürfnissen und so. Wäre noch toll, wenn du dich noch weiter mit Patricia irgendwie genau anfreunden könntest. Das wäre doch klasse. So. Ach Gott, Patricia macht auch irgendwas da hinten. Weiß ich nicht was, sie haut rein oder keine Ahnung. So, es gibt was zu essen. Alle kommen sie. Alexandra in der Küche. Ein Mechanikpunkt. Was mache ich denn eigentlich gerade? Okay. Gut, danach würde ich sagen, kommst du mal kurz runter, mal gucken, ob noch was übrig ist. Ansonsten
Ja, ich glaube aber fast nicht. Nee. Sind das immer nur 6 Portionen? Keine Ahnung. Hat Matthias gegessen? Nee, hat er nicht. Er hat gekocht und hat nichts gegessen. Jetzt hat er Hunger. Jetzt bin ich gespannt. Alle anderen essen. Gut, es gab den ganzen Tag nichts zu essen, weil der Kühlschrank leer war. Ich musste den Kühlschrank auffüllen. Mensch. Gottes Willen. Hungerattacken im der Asylum Challenge. Jetzt sind es aber gleich alle wieder glücklich her. Genau. So. Ich würde mal sagen, dann machst du Nudeln mit Käsesoße. Ich habe keinen Kochpunkt, Leute. Ich hoffe, ich habe keinen Fehler jetzt gemacht. Saki macht Nudeln mit Käsesoße. Essen servieren, habe ich gesagt, gell? Ja, ich glaube schon. Nicht nur für mich, sondern für alle. Sie muss am nächsten Tag auch wieder um 8 los. Okay. Ich mach mal ein bisschen. Ich bin nämlich echt nervös und interessiert und gespannt, ob unser Herd das aushält. Ich habe in allen Sims-Häusern immer sofort einen Feuermelder drin. Ich sag's euch. Dass das quasi verboten ist hier, das macht mich echt nervös. So. Perfekt. Es gibt was zu essen. Guck mal, hier gibt es auch Trinkgeld. Sehr schön, wenn ihr dann wieder so weitermacht. So, ich würde mal sagen, genau, eine Schüssel nehmen. Michel, hattest du noch Hunger oder was? Ja, tatsächlich, er hatte noch Hunger, okay. Ah, Patricia hat auch noch Hunger. Ich war mir nämlich nicht sicher. Genau, die nimmt sich das hier. Und Julian? Hätte eigentlich auch noch Hunger. Gut, Julien, hier steht jetzt noch was. Du wirst es, denke ich mal, auch von da unten nehmen, oder? Vermute ich mal. Da. Achso, nee, er räumt das mal auf. Wer ist denn jetzt nicht Tim? Wo ist der? Ah, der hat sich glammheimlich mal nach oben begeben und geht baden. Ich muss mal nach unseren Dings gucken. Oh Gott. Pflegen müssen wir da draußen. Ich habe gar keine Zeit dafür. Ist erstmal Essen und so dran. So, die beiden sind schon wieder am Quatschen. Ja. Was ist denn los, Julian? Och, Julian. Ja. Ich plaudere mal ganz kurz mit dir. Wir könnten was zusammen spielen, vielleicht. Ich weiß es nicht. Warte mal, spielen, was haben wir denn? Kitzeln. Ich könnte dich mal kitzeln. Auch wenn du stinkst, wie ich. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich das wegstellen soll. Doch, komm, ich leg das nochmal weg. Mach mal so. Ja, genau, das macht nämlich zumindest mir Spaß. Und danach geht Saki erstmal ins Bett und ich nehme einfach mal irgendeins da hinten. So, Julien geht, glaube ich. Genau, er hat es jetzt gleich hier oben. Gute Nacht, sagt Saki. Gute Nacht. Während die anderen hier ihren Abend vergnügen hier, muss Saki ins Bett gehen. So, ich guck mal. Matthias hat immer noch Mordshunger. Tja. Oh, hier gibt's Freundschaft. Yay. Uff. Kissenschlacht. Ja, also Matthias hat unheimlich Hunger. Okay, der wird vielleicht. Ja, macht sich jetzt was selbst zu essen. Roswitha geht's ganz gut soweit. Alexandra hätte auch bald wieder Hunger. Hygiene ist noch ein bisschen. Aber es geht noch. Patricia hätte auch Hunger. Gleich Harntrank, Spaß. Gut, das macht jetzt zumindest Spaß. Ich habe eigentlich gar nicht so viele Sachen, was Spaß machen. Gut, wenn die zusammen zum Beispiel so fangen oder das hier macht Spaß. Ja, Julian ist oben und badet sich gerade. Michel hat sich schlafen gelegt.
Das scheint Michels Bett zu sein. Das macht er so gerne da unten. Sage ist jetzt hier unten und der Tim, der hat aber auch gleich bald wieder Hunger. Okay, ich dachte, Matthias kocht noch mal was, aber das war's wohl. Das macht er nicht gerade. Und den beiden macht es Spaß, oder zumindest Patricia macht es Spaß hier. So, Julian, wie wäre es, wenn du uns was kochen würdest? Ah, die Ochse ist mit ihm jammern. Ja, okay, er jammert so ein bisschen. Ihm geht's halt echt nicht so toll, ne? Ja, dann unterhalte ich mal wieder mit Patricia oder guck mal, Essen servieren. Genau, mach was zu essen. Über Hobby reden, quatsch mal ein bisschen oder so. Was ist das? Feindschaft mit Patricia, davor hat er Angst, okay. Na gut, immerhin macht ihm das jetzt Spaß. Roswitha läuft hin und her. Sie sucht nach Matthias. Wo ist denn der? Ah, hier draußen. Was macht ihr denn da? Ah, ups, alle Rechnungen bezahlen. Genau, wie viel muss ich zahlen? 334. Gut, jetzt müssen wir natürlich warten. Wir mussten den Kühlschrank erstmal füllen. Das war halt schon echt notwendig, finde ich. Na gut, so, ich spule jetzt mal ein bisschen vor. Roswitha setzt sich auch einfach hier hin. So. So, wir haben gleich 0 Uhr und ich würde jetzt auch einfach mal dieses Jahreszeiten-Dingsbums da auch wirklich holen. Ich weiß, es ist nicht ganz das Inventar, aber es ist diese Laufbahnbelohnungen. Und ich würde gerne halt auch einfach im Sommer auch mit dabei haben. Werde aber warten müssen, bis es Saki auch ein bisschen besser geht. Ja. Über Hobby reden, das ist das Einzige, was ich könnte. Wobei bei ihr könnte, dürfte ich ja das hier sogar einloggen. Gefeuert werden, davor hat sie Angst. Fahrgemeinschaft verpassen und Gerichtsvollzieher, davor hat sie auch Angst. Je mehr du für deinen Sim kaufst, desto mehr Rechnungen flattern ins Haus. Bezahle die Rechnungen, bevor die letzte Zahlungsfrist abläuft. Hole dazu zunächst die Rechnungen aus dem Briefkasten, klicke auf sie, wähle Rechnungen bezahlen. So, Roswitha steht wieder mal unter ihrer Lampe, die sie liebt, und wacht über Matthias. Irgendwie ist da so eine Liebelei zwischen den beiden. Finde ich echt süß irgendwie. So, ich sag mal dir noch mal kurz, du sollst mal gerade aufstehen. Und dann quatschst du mal mit dem Tim über Hobby, zum Beispiel Natur. Das ist das einzige Hobby, über das wir momentan quatschen können. Dann machst du irgendwas Spielerisches. Warte mal. Auch noch mal eine Kissenschlacht mit ihm. Ging es ihm jetzt gerade besser oder irgendeiner? Ich habe nichts dazu bekommen. Oder? Ah. Oh, befördert werden. Eine Skulptur kaufen, 500 verdienen. Und befördert werden, logge ich mal ein. Das kann ich jetzt natürlich nicht machen. Also muss ich zur Arbeit gehen, um befördert zu werden. Okay. So, Kissenschlacht. So, ich glaube, ich sage aber jetzt erstmal einen Tschüss und Goodbye. Wir sehen und hören uns dann in einer nächsten Runde wieder. Saki macht jetzt erst einmal mit dem Team eine Kissenschlacht. Jetzt haben wir auch, jetzt sind wir, ja, haben wir uns befreundet quasi. Ich muss aber noch irgendwas, guck mal, rangeln. Achso, jetzt habe ich sie unterbrochen. Foodbag und dann können wir das hier immer noch auch abspülen. Und ich wollte sowieso noch was lernen. Hunger, Spaß. Okay. Können wir alles dann das nächste Mal machen. Ich sag jetzt Tschüssi, lass es dir gut gehen. Lass mir gerne einen Daumen nach oben und oder einen Kommentar hier, wenn es dir gefallen hat. Und dann bis zum nächsten Mal. Eure Saki Night Owl. Ciao, ciao.